wohl bekommst. Jetzt ist er glücklich mit seinem Lieblingsfutter. Ja, und wir auch, damit wir endlich wieder rauskommen. Vom Weiten ähnelt sie ein wenig Lara Croft, findet ihr nicht? Die Fischgräte nehmen wir noch mit. So ein Knoten ist nicht aufzukriegen. Zum Glück haben wir auch eine Axt dabei. Nur eine Lösung. Wollen wir hoffen, dass das hält? Ja, wir drücken dir die Daumen, Kate. Yippie. Komm schon, Yuki. Na los. Nun ja. Zurück kann ich dann wohl kaum noch. Naja, wenn wir was vergessen haben, schick mal unseren kleinen netten Freund in Weiß. Yuki? Nein. Bleib hier. Wenn er denn hören wollte. Yuki, lass diesen Vogel zufrieden. Dieses Tier lässt sich einfach nicht bändigen. Wenig komisch, dass teilweise einfach der Schnee aufhört und dann wieder anfängt. Yuki, böser Hund, du! Wie soll ich da diese Halung... Was? Was zum Teufel? Köter hast du erwischt. Bravo! Jetzt die Amerikanerin! Lauf, Yuki! Schnell! Zum Zug! Daneben, Blödmann! Sie ist noch da! Der Kleffer ist verschwunden! Verpasst ihr noch einsteigen, damit die Sache ein für alle Mal erledigt ist. Da... Davon kriegt sie aber mächtig Kopfweh. Das wollen wir doch, Blödmann! Die will unser Elfenbein. Dein Elfenbein, Igor. Na los, hol den Stein da schnell. Ich glaube kaum, dass sie davon Kopfweh bekommen würde. Das würde sie gar nicht mehr merken. Ich würde mal sagen, das war eine verpatzte Landung. Da bekomme ich keinen Halt. Der erste Vorsprung ist zu weit oben. Yep, ihr habt's gemerkt, wir müssen klettern. Sowas einmal tun würde.
Gleich haben wir es gepackt. Und da sind wir doch schon oben. Herr Martin, sie ist mir erneut entwischt. Ganz knapp. Ich verstehe, Herr Martin, aber so einfach ist das nicht. Sie scheint in geheimem Einverständnis mit einem Teil der Leute zu stehen. Kärntin, Sie bringen mich in eine äußerst delikate Lage. Kates Familie beginnt sich Sorgen zu machen. Ich werde große Schwierigkeiten bekommen, wenn Sie sie nicht endlich finden. Glauben Sie mir, Herr Martin, das ist wirklich kein Vergnügen. Ich bin gezwungen, ihr zu Pferde zu folgen. In Schnee und Kälte. Und nach diesem Dorf kommt nichts mehr, Herr Martin. Sie hat den Verstand verloren. Verdammter Mist! Da ist unser Unglücksrabe auch schon. Und den schauen wir uns im nächsten Teil mal ein bisschen genauer an. Bis dann!